Wusstest du, dass es spezielle Softwareentwickler gibt, die Programme und Algorithmen auf Basis mathematischer Modelle entwerfen? Nein? Dann solltest du jetzt genau aufpassen. Mathematisch-technische SoftwareentwicklerInnen entwerfen, konzipieren und programmieren Softwaresysteme. In Absprache mit ihrer Kundschaft analysieren sie die Probleme und suchen nach passenden Softwarelösungen. Auf Grundlage ihrer Kenntnisse zu Algorithmen und anderen mathematischen Verfahren entwickeln sie Anwendungen, mit denen unter anderem Datenbanken verwaltet werden können. Mathematisch-technische SoftwareentwicklerInnen dokumentieren außerdem ihre Arbeitsprozesse und führen Qualitätssicherungsmaßnahmen durch, um die IT-Sicherheit gewährleisten zu können. Die Ausbildungsdauer dieser Ausbildung beträgt 3 Jahre und während dieser 3 Jahre kannst du mit einem durchschnittlichen Verdienst von ca. 920 Euro im ersten Ausbildungsjahr, ca. 995 Euro im zweiten Ausbildungsjahr und ca. 1090 Euro im dritten Ausbildungsjahr rechnen. Du hast flexible Arbeitszeiten und deine Einsatzorte sind Software- und Systemhäuser und Softwareabteilungen verschiedener Unternehmen. Was deine Fortbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten anbelangt, so hast du die Möglichkeit, dich zum Beispiel zur Ausbilderin, Fachwirtin oder Betriebswirtin fortbilden zu lassen. Keine Sorge, es gibt noch mehr Möglichkeiten der Fortbildung. Weitere Informationen zu diesem Thema findest du über den Link unten in der Videobeschreibung. Die Ausbildung läuft dual ab. Demnach erlernst du den Beruf sowohl in der Berufsschule als auch im Betrieb. In der Schule setzt du dich im ersten Jahr damit auseinander, funktionale Zusammenhänge zu beschreiben, Modelle zu entwerfen, Algorithmen zu entwickeln und mathematische Verfahren anzuwenden. Im zweiten Jahr lernst du, wie du das Änderungsverhalten von Zusammenhängen abbildest, statistische und stochastische Grundprobleme löst, Softwaresysteme konzipierst und Datenbanken modellierst. Das Analysieren von Vorgängen, das Gestalten von parallelen Prozessen, das Auswählen von Vorgehensmodellen des Software Engineering und Konzipieren von komplexen Softwaresystemen sind Themen im dritten Jahr. Im Betrieb lernst du außerdem, wie du in welcher Programmiersprache programmierst, wie du Testwerkzeuge einsetzt und wie du deine Arbeit anständig dokumentierst. Die Zwischenprüfung absolvierst du in der Mitte des zweiten Ausbildungsjahres. Sie besteht aus 2 schriftlichen Prüfungen. Die Abschlussprüfung am Ende der Ausbildung besteht aus 3 schriftlichen Prüfungsbereichen und einer komplexen Aufgabenstellung. Außerdem musst du während der gesamten Ausbildungszeit ein Berichtsheft führen, das regelmäßig von deinen AusbilderInnen überprüft wird. Hast du alle Prüfungen bestanden, bist du staatlich anerkannter mathematisch-technischer Softwareentwickler bzw. staatlich anerkannte mathematisch-technische Softwareentwicklerin. Wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, sind deine Fähigkeiten in 2 Bereichen besonders wichtig: Mathematik und Informatik. Du solltest also keine Probleme mit Formeln und Rechnungen haben. Hast du schon erste Kenntnisse im Programmieren erlangt oder macht es dir einfach Spaß, dich mit Computern und deren Technik auseinanderzusetzen, ist dieser Beruf passend. Wenn du dann noch schulisch im Optimalfall ein Fachabitur bzw. ein reguläres Abitur mitbringst, steht dir nichts mehr im Weg, um in dieser Ausbildung voll durchzustarten. Jetzt gibt es für dich noch eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Inhalte dieser Ausbildung. Mehr Infos zum Beruf findet ihr über den Link in der Videobeschreibung. Findet ihr den Beruf interessant? Dann schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare. Hat euch das Video gefallen? Dann würden wir uns sehr über einen Like freuen. Außerdem abonniert doch unseren Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr keine neuen Videos von uns mehr verpasst.